Ein gestrandetes Hallo und herzlich willkommen zurück zu Becastled. Tja, so schnell habt ihr wohl nicht gedacht, dass wir dieses Spiel wiedersehen, aber es hat tatsächlich ein Update bekommen. Und zwar gibt es jetzt eine neue Forschungsmöglichkeit hier im Forschungsbaum. Diese lautet Fallen. Und wir werden in diesem Video schauen, was ist da jetzt so besonders dran, was können die Fallen und werden sie unsere Gegner effektiv aufhalten. Es gab außerdem noch ein paar kleine andere Änderungen, wie zum Beispiel, dass wir jetzt scheinbar mehr Gold verlieren. Und auch Essen haben wir nicht mehr genug. Irgendwas passt hier nicht so richtig. Ja, okay, diese Gemüsegärten hier wurden scheinbar deutlich schlechter gemacht. Denn wir sehen hier, die produzieren jetzt nur noch irgendwie 9 pro Minute oder so. Ich verstehe es nicht ganz, aber wir müssen uns auf jeden Fall nach einer neuen Essensmöglichkeit umsehen. Das haben sie sich gut ausgedacht. Und natürlich müssen jetzt auch unsere Katapulte nicht mehr funktionieren. Leider, leider. Wir müssen unsere Munition jetzt hier in einem Menü selbst herstellen, wie zum Beispiel Feuermunition und natürlich Eisenschüsse für unsere Verteidigung. Und der baut die jetzt? Ja, die bauen jetzt was davon. Ja, die werden da sich schon mit zurechtfinden, wie das dann funktioniert. Werden wir dann ja sehen. Aber erstmal ist jetzt ganz wichtig, dass wir wieder ein paar Gelehrte hier einstellen, denn wir brauchen ganz schnell 800 Forschungspunkte, also Wissen, damit wir uns den neuen das neue Forschungsupgrade holen können. Das ist jetzt ziemlich wichtig. In der letzten Folge hatte ich ja auch ein Problem, dass hier das Spiel nicht richtig gespeichert hat. Deswegen haben wir auch ein kleines Golddefizit, was wir unbedingt irgendwie lösen müssen. Und scheinbar haben wir auch nicht genug Menschen, die hier leben. Uiuiui, okay, unsere Burg hat hier ein paar Problemchen. Wie lösen wir das mit dem Gold als erstes Mal? Was bringt es, wenn wir jetzt noch so einen Handelspunkt zum Beispiel bauen? Gucken wir doch einfach mal hier, Alltagsgebäude, Markt. Den bauen wir dann hier hin, schön daneben. Oder vielleicht sogar zwei. Oder gucken wir mal, ob wir damit jetzt mehr Gold bekommen, wenn die da stehen. Wir haben ja zum Glück die Baumeistergilde, das sollte kein Problem sein. Und wir können uns das Fallen-Upgrade holen. Dann können wir direkt hier die ganzen Forschungsleute wieder entlassen. Die brauchen wir ja jetzt glücklicherweise nicht. So, dann schauen wir doch mal. Hier, Fallen, Sprengfässer und Pfeilfallen. Okay, okay. Dann werden wir jetzt erstmal... Ah ja, hier, der Fallen-Workshop. Den brauchen wir. Wo stellen wir den am besten hin? Haben wir so einen kleinen Militärdistrikt oder so? Ja, okay, hier sind viele Militärgebäude. Dann bietet sich das quasi an, den dann da hier hinzubauen. Da ist auch die Baumeistergilde direkt neben. Das passt ja. Sehr gut, dann zimmer das Ding hier mal fertig. Ich will Fallen testen. Und wir wollen natürlich auch unseren Markt hier auch noch einweihen. Wir brauchen genug Arbeiter. Sind noch welche frei? Ja, theoretisch müssten welche frei sein. Okay, ohne Rohstoffe arbeitet der Markt auch nicht. Das ist ein kleines Problem. Wir haben ein paar kleine Probleme hier an der Stelle. Wir brauchen neue Rohstoffe. Wir brauchen mehr Essen, mehr Gold, allesamt. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, aber wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Hier kriegen wir auf jeden Fall was zu essen her. Aber da kommen natürlich auch gleich die Gegner. Die Schafe hier vielleicht? Nee. Aber dieser Anglerteich, den hole ich mir jetzt einfach schnell. Wir haben genug von allem. Da packen wir kurz diesen Teich hin. Wo ist das Essen? Da, Nahrung und dann Fischerhütte. So sieht's aus. Und dann packen wir die da auch direkt hin. So, jetzt müsste gleich ein Arbeiter kommen. Ich hoffe, der wird nicht von den Wölfen gefressen, die hier in der Gegend patrouillieren. Das könnte sonst ziemlich blöd ausgehen für den armen Bauarbeiter dann. Aber naja, mal gucken. Unser Fallen-Workshop ist fertig. Wir stellen direkt jemanden ein und der produziert uns dann einfach mal Fallen. Einfach so, ne? Wir können direkt zwei Leute einstellen. Je mehr, desto schneller geht das natürlich auch. Hier wird auch Munition noch hergestellt. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn dann davon? Ach so, 40 kann man von jedem einlagern. Okay, ich weiß zwar nicht, wo wir sehen, wie viel wir davon haben. Aber der macht einfach. Die bauen hier die Munition und die wissen schon, wann sie damit fertig sind. Das sollte jetzt kein Problem darstellen, aber unser Gold ist leer. Wir brauchen Gold. Jetzt brauchen wir Gold. Oh Gott, was machen wir? Uiuiui, wir haben ein Problem. Ein richtiges Problem. Wir können unseren Unterhalt gleich nicht mehr bezahlen. Wo kriegen wir Gold her? Hier, die Mine ist ausgelastet. Oh, schade, schade, schade. Was haben wir hier hinten? Ein Steinbruch? Nee. Oh nein. Jetzt, oh Gott, wo kriegen wir Gold her? Verdammt. Die Fallen müssen unser Problem lösen. Wieso haben wir noch kein Sprengfass? Arbeitet doch. Ja, da baut er schon. Da baut er das Sprengfass. Sehr cool. Mach mal fertig hier. Wir mal gucken, was das dann später für eine Explosion hier von sich gibt und ob wir das irgendwie zünden müssen oder so. Bau mal fertig.
Ich will testen. Los, los, los. Okay, ist tatsächlich fertig. Und jetzt bauen die hier gar nichts mehr, oder wie? Ihr sollt bauen, verdammt. Okay, egal. Ha, komisch. Okay, wir werden das Sprengfass erstmal testen. Hier kommen die Gegner her. Dann werden wir... Was? Ach so, es kann auch nur in unserem Bereich platziert werden. Ich verstehe. Und dafür haben wir nicht genug Holz. Verdammt. Also ich sehe wirklich, wir haben ordentlich die Defizite in unserem Königreich. Wir haben auch minus 8 Zufriedenheit. Wir kriegen minus 10 Geld. Es läuft gar nichts mehr. Oh Gott, was tun wir nur? Warte, haben wir zwei Baumeistergilden? Tatsächlich. Nee, dann reißen wir die hier hinten ab. Das ist ja sonst Quatsch. Wir können ein bisschen einsparen. So, Nahrung brauchen wir trotzdem noch. Und Gold. Wir brauchen mehr Holz. Das ist erstmal klar. Wir werden hier eine neue Holzfällerhütte bauen. Eine neue Holzfällerhütte. Wie geht das nochmal? Das ist ein bisschen länger her. Hier, Sägewerk. Zack. Das kommt dahin und das wird dann richtig aufgestockt. Die Bäume hier werden jetzt alle gefällt. Hier hinten eigentlich auch, ne? Hier könnte auch noch direkt ein Sägewerk hin. Wir brauchen jetzt richtig viel Holz. Wir müssen uns neue Gebietsbereiche kaufen. Ansonsten wird das ja heute nichts mehr. Aber die Fischerhütte ist tatsächlich fertig. Die können wir upgraden und direkt drei neue Leute einstellen. Laufen die jetzt los? Ja, drei neue Arbeiter laufen wir los. Oder zwei. Hm, komisch. Irgendwer wird da schon hingehen. Wir brauchen nämlich unbedingt neues Essen. Das geht uns hier auch langsam aus. Und wir sind nur noch bei einem Gold. Unser Gold ist leer, quasi. Ich weiß nicht, ob unsere Einheiten jetzt nicht mehr kämpfen wollen, weil wir ihnen keinen Unterhalt mehr zahlen können. Ich hoffe nicht. Was tun wir nur? Wir könnten auch eine Belagerungsmaschine natürlich abschaffen. Dann schaffen wir diese Belagerungsmaschine hier ab. Die ist mir sowieso ein bisschen unsympathisch. Belagerungswaffe entfernen. So, jetzt. Jetzt. Und jetzt kriegen wir auch wieder plus Gold, weil die tatsächlich sehr teuer war. Jetzt hat sich wieder alles ein bisschen gewandelt. Okay, sehr gut. Sind die Sägewerke fertig? Ja, sind sie. Wir verbessern sie direkt auf Stufe 3 und oder beziehungsweise 2 und stellen direkt Arbeiter dort ein. Neue Häuser können wir auch noch gebrauchen. Die stellen wir dann noch hier hin, irgendwo hin, wo noch ein bisschen Platz ist. Hier zum Beispiel an die Wand. So und so. Jetzt kommt langsam wieder hier Aufschwung rein. Wir haben auch... Oh, da oben sehen wir unsere Munition. Wir haben gut Munition im Lager. Das freut mich. Das wird ordentlich zur Verteidigung dienen. Und durch den neuen Fischerteich haben wir auch direkt noch einen neuen Marktstand, wo wir neues Geld bekommen. Jetzt läuft es tatsächlich. Ja, okay, wir brauchen mehr Arbeiter, wir brauchen mehr Arbeiter. Ist die Solaria-Produktion... Ja, die ist sehr langsam, aber sie läuft. Wir könnten zum Beispiel eine... Was könnten wir bauen? Wo ist es? Eine Taverne. Eine Taverne. Die kommt dann direkt hier neben, denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und dann haben wir direkt zwei Tavernen, wo dann wieder die Leute ein bisschen sich betrinken können und dann werden sie wieder fröhlich. Haben wir von irgendwas zu viel? Stein vielleicht. Aber es ist nicht so dramatisch. Okay, das mit den, die Falle werden wir erst in der nächsten Nacht testen. Das schneide ich dann auch extra für euch. Jetzt müssen wir erstmal nochmal auf die alte Art und Weise die Gegner besiegen mit unseren Soldaten hier. Werden wir sie überrennen müssen. Haben wir hier Belagerungstürme? Ja, da ist einer und da auch. Okay, dann soll ich vielleicht meine Truppen noch ein bisschen zurückhalten und die Türme die Arbeit machen lassen. Denn es geht los in nur 10 Sekunden. Okay, das dauert noch ein bisschen. Oh, wir können... Warte, hier sind auch ganz viele Häuser, die ich verbessern kann. Wunderbar. So soll es aussehen. Die Taverne können wir auch verbessern. Stellen wir drei Leute ein. Sehr gut. Okay, jetzt kommen die Gegner. Was machen sie? Sie kommen hier mit... Oh, okay, mit Belagerungsgerät. Was ist das hier? Der hat ein Bombenfass auf dem Rücken. Seht ihr das? Der Typ hat einfach ein Bombenfass auf dem Rücken. Okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Ich hoffe, meine Bogenschützen können ihn besiegen. Los, schieß doch. Ja, wunderbar, wir haben ihn besiegt. Das war krass und jetzt stürmt rein, Männer. Rein und besiegt einfach alle und jeden. Los, rein doch. Nicht warten. Ich weiß nicht, was sie hier machen. Sie sollen doch angreifen. Auch meine Schwertkämpfer wollen hier gar nichts machen. Greift an, Männer. Sonst müsst ihr leider in Rente gehen. Alles drauf. Nein, der Rambock ist jetzt am... Oh, sehr gut. Ich dachte schon, der Rambock kriegt hier ein paar Schüsse raus. Haben wir alle besiegt? Ja, natürlich haben wir alle besiegt. Hoffe ich. Ja, haben wir. Wunderschön. Okay. Jetzt geht's wieder an die Wirtschaftssimulation. Denn wir verlieren schon wieder richtig an Sonnenstein. Was ist denn jetzt der Grund? Also durch... Ja, Armee und Instandhaltung von Belagerungswaffen halt, ne? Aber... Ja, wir brauchen auch viel mehr Einwohner.
Wir müssen irgendwo einfach sparen. Irgendwo müssen wir sparen. Wir reißen irgendwas ab. Und zwar reißen wir ab oder... Wir brauchen keinen... Na, Stein? Ja gut, Stein ist auch wichtig. Aber erstmal können wir, glaube ich, ein Stein... Steinwerk können wir... Können wir stilllegen, einen Steinbruch. Dann kriegen wir immer noch 60 Stein pro Minute. Das sollte ausreichen. Wir brauchen jetzt erstmal die Arbeiter. Die Arbeiter sind erstmal wichtiger. Wo können wir noch einsparen? Der Fallen-Workshop, den finde ich eigentlich schon cool. Oh, die Zufriedenheit sinkt ja immer weiter. Wir haben jetzt eine 0%ige Erscheinungsrate von Solariern. Wir kriegen keine neuen Solarier, bis wir ein bisschen mehr Zufriedenheit haben. Bitte sagt, dass ihr in die Kneipe lauft. Holz... Nein, 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 die gehen Holz fällen, richtig? Ja, gehen sie. Nee, so aber nicht, meine Freunde. Nee, ihr geht nicht Holz fällen, ganz sicher nicht. Ihr werdet erstmal in die Kneipe gehen. Ihr müsst unsere Zufriedenheit wieder ankurbeln. Da setzt man auf euch und ihr wollt einfach Bäume fällen? Was soll das denn? Nee, nee, nee. Und unser Gold sinkt schon wieder drastisch. So, jetzt geht aber Holzfell. Nee, hier. Genau, jetzt seid... Ja, ein Wirt. Ein Müller? Nee. Ja, doch, Wirte. Ja, es sind alles... Alles drei gehen jetzt ins Wirtshaus. Rein in die Taverne. Ja. 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 Die Zufriedenheit ist bei plus 4. Wir haben eine 135%ige Solaria-Erscheinungsrate. So will ich das sehen. Wunder... Oh, warte. Steuern minus 18,5? Wirtschaftsübersicht. Warte, warte, Steuern? Kann ich die Steuern irgendwo erhöhen? Oh, ich kann hier sogar Waren kaufen und verkaufen. Hatte ich das schon mal gesehen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich will eigentlich meine Steuern mal anpassen. Geht das irgendwo? Haben wir da... Hier ist so eine Schatzkammer. Ja, hier können Steuern erhoben werden. Die kommt da oben hin direkt. Und die Taverne, ja, die läuft noch, genau. Neue Bürger werden fleißig produziert. Und wir stellen direkt noch eine Taverne hin. Das ist das Tavernenviertel, so nenne ich das. Drei Tavernen direkt nebeneinander. Die Baumeister müssten ja direkt auch anfangen, alles aufzubauen. Die Schatzkammer und die Taverne. Sehr gut, okay. Ist unsere Armee irgendwo vor davon? Wo kommen die denn jetzt? Ach, war ja klar. Als nächstes greifen sie direkt unser neu errichtetes Fischershüttchen an. Aber sollen sie machen. Ist mir egal. Unser Nahrungslager ist scheinbar auch voll. Aber ich schicke jetzt erstmal meine Armee da rum. Und da wird die erste staatliche Schatzkammer fertiggestellt. Sehr cool. Hier können wir jetzt die Steuern erheben. Wir haben immer normale Steuern. Also Steuern pro Solaria 4 Münzen. Das macht eine Unzufriedenheit von 0,25 oder hohe Steuern. Das ist doppelt so viel, aber die macht doch doppelt so viel Unzufriedenheit. Dann wären wir wahrscheinlich komplett raus. Also dann wäre wahrscheinlich Ende im Gelände. Glaube ich. Wenn wir jetzt hohe Steuern erheben, oder? Ja, also nee, eigentlich ja nicht. Wir machen jetzt gut Gold und die Solaria-Zufriedenheit ist nur bei minus 5. Das geht eigentlich noch in Ordnung. Es würde schlechter gehen. Wir bauen direkt noch eine Taverne. Die vierte Taverne in diesem Viertel. Aber wie gesagt, die Konkurrenz belebt das Geschäft und dann müssen die Leute auch nicht zu weit laufen, wenn sie in ein Hausverbot bekommen. Dann können sie immer noch in ihre gewohnte Richtung laufen. Noch sieht alles gut aus. Okay, ich werde jetzt mit meinen Truppen auch erstmal hier die Wolfsgehege erstmal ausrotten. Ansonsten können die uns hier noch beim Bau der Burg im Wege sein und unsere armen Fischersleute gefährden. Das können wir nicht zulassen. Die bösen Wölfe müssen jetzt erstmal kurz besiegt werden. Aber das geht sehr schnell durch unsere hochqualifizierte Armee hier. Ey, die werden wohl nicht meine Bogenschützen besiegen. So will ich das sehen. 300 Gold haben wir sogar bekommen dafür, dass wir das Wolfshaus, die Wolfshöhle besiegt haben. Jetzt besiegen wir hier noch ein paar Wölfe. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Oh, warte, da ist... Oh, ein super Riesenwolf. Besiegt ihn. Sehr gut. Und jetzt die Höhle. Okay, die Gefahr ist hier gebannt. In diesen Gefilden. Wunderbar. Und jetzt machen wir uns wieder bereit, wenn die Gegner kommen. Ja, die Zelle kann ich ja noch nicht kaufen. Ich muss... Ja, okay, die Gegner beginnen eindeutig zu weit weg. Das bringt mir nicht so richtig was. Wir bekommen schon neues Holz durch die neuen Sägewerke hier. Das finde ich gut. Haben wir denn noch irgendwie ein paar Arbeiter übrig, die wir einstellen können? Erstmal kommen hier nochmal zwei neue Solaria. Und es werden auch noch fleißig neue produziert. Wir haben noch nicht unser Maximum erreicht. So langsam stabilisiert sich unsere Wirtschaft wieder, glaube ich. Das Update hat da so einiges über den Haufen geworfen. Aber jetzt ist unsere Solaria-Produktion wieder bei 120%, so wie ich das sehen will. Und präventiv bauen wir direkt auch schon mal die fünfte Taverne hier um dieses Feld herum. Aber jetzt will ich doch mal das Bombenfass testen. Ich stell's hier hin und meine Armee ziehe ich nach hinten erstmal.
Wir werden sehen, wie gut das Bombenfass funktionieren wird. Ich hoffe wirklich, dass sie einfach platzen. Es muss auch gebaut werden. Da muss jetzt extra einer hinlaufen. Na gut, wenn sie meinen, dann muss das halt gebaut werden. Wir können auch noch tatsächlich so eine Pfeilfalle hinstellen. Die wird dann auch noch schnell hingebaut. Das, denke ich, kann auch noch sehr, sehr gut werden. Ah, da kommt der Mann mit dem Fass. Ist das mühsam. Eine einzige Falle zu bauen ist sehr mühsam. Aber da kommt er. Mit dem Fass angerollt. Und ich hoffe, dass die Gegner da reinlaufen. Ansonsten wäre es traurig, wenn sie es nicht täten. Aber da kommt er an. Und ich hoffe, dass sie so da reinrennen werden. Das wäre cool. Das Ding hat auf jeden Fall ordentlich Sprengkraft. Ich hoffe, dass das richtig hoch geht. Und natürlich auch unsere Pfeilfalle. Kommt die hier auch per Wagen? Die Sonne senkt sich langsam. Er sollte sich beeilen. Oh Gott. Haben wir nur einen Mann? Oh nein, warte. Da ist sie! In einer Kiste kommt sie an und da ist sie bereit. Okay, zwei Fallen sind bereit. Und unsere Wirtschaft ist stabil. Wir kriegen Essen und Sonnenstein. Hier hinten haben wir viele Tavernen, die für genug Zufriedenheit sorgen. Hier werden schon ordentlich Solaria wieder produziert. Sehr gut. So langsam läuft es wieder. Wir brauchen noch mehr Nahrung auf jeden Fall. Und dann sollte aber alles wieder tippitoppi in Ordnung sein. Und da bricht die Nacht herein. Und wir werden sehen, wie unsere Fallen funktionieren. Bitte lauft in die Sprengung rein. Bitte lauft in die Sprengung rein. Wir sollten vielleicht Köder aussenden. Ein paar Ritter, die sich in der Nähe des Fasses verstecken. Oh, unsere Pfeilfalle schießt. Sehr cool. Und sie ist kaputt. Okay, sie kann nur einmal schießen. Oh nein, Ritter, passt auf. Achtung! Oh, krass! Ey, das hat ja so gut funktioniert. Habt ihr das gesehen? Die Pfeilfalle hat sie schon, hat ihnen guten Schaden zugefügt. Sehr cool. Und unsere Bogenschützen können natürlich wieder aus der Reichweite hier auch attackieren. Besiegt auch vor allem die Leiterträger. Die wollen unsere Mauer hier über erklimmen. Jetzt kommt der Rambock. Der muss auch unbedingt zerstört werden. Rauf da, Männer. Greift den Rambock an, bevor er unsere Mauer erreicht. Bevor er unsere Mauer erreicht. Schneller. Auf den Rambock. Auf den Rambock. Nein. Er ist an der Mauer. Oh, bevor er... oh Gott, da kommt die nächste Welle an Gegnern hier. Mit Paladinen und ordentlich... Oh, haben die viele Bogenschützen, das ist ja krass. Das ist jetzt aber, das habe ich nicht erwartet. Schaut euch das mal an. Also ich dachte, sie hätten weniger, aber wir konnten sie trotzdem besiegen. Mit Verlusten, würde ich sagen. Wir haben Verluste erlitten, denke ich mal. In der nächsten Nacht greifen sie direkt aus drei Spawnpunkten von hier hinten an. Wir schicken unsere Armee dorthin. Unser Priester macht sich wahrscheinlich schon auf den Weg. Genau. Fängt an, hier die Soldaten wieder zu beleben. Und damit sie wieder uns dienen können. Wie sieht es hier hinten aus? Neue Solaria werden bereits produziert. Und wir können uns aufmachen, ein paar neue Nahrungsquellen zu erobern. Was haben wir denn hier hinten zum Beispiel? Schaut euch das mal an. Da haben wir doch mal Kühe. Dann können wir direkt uns zweimal das Gebiet hier holen. So, dann packen wir hier vielleicht noch irgendwo ein Tor in die Mauer. Das heißt, da, genau, zack, da kommt ein Tor rein. An die Seite noch ein schicker Turm, um das abzurunden. Und bei Nahrungsproduktion können wir dann hier doch eine Jagdhütte ist es nicht. Das ist ein Bauernhof, müsste es sein, genau. Ein Bauernhof mit einer Metzgerei daneben. Und dann kriegen wir da jetzt wieder ordentlich Geld, nicht Geld, Geld, Quatsch, Nahrung. Ich werde jetzt natürlich auch nochmal eine Pfeilfalle hier hinten hin platzieren. Wenn die Gegner aus dieser Richtung kommen, ist es gut, dort nochmal ein bisschen Verstärkung zu haben. Die werden jetzt nach und nach da auch hingebracht. Unsere Armee steht schon in Stellung. Das werden wir in diesem Video nicht mehr miterleben. Aber ich bedanke mich auch hier nochmal dafür, dass ihr mir wieder zuschaut, wie ich hier ein bisschen spiele. Unsere Nahrung hat sich auch wieder stabilisiert, dadurch, dass wir den Bauernhof und die Metzgerei daneben haben. Sehr gut, sehr gut. Wir können da aber auch direkt nochmal eine Mauer drum ziehen. Mir ist es sonst nicht ganz geheuer. Wir können die aus Stein bauen, denke ich mal. Mir ist es sonst wirklich nicht geheuer, dass die hier einfach so ganz alleine draußen stehen. Wir packen da natürlich auch ein schönes Tor rein. Das ist ein Tor, richtig? Ja, das ist ein Tor. Das kommt da auch noch rein. Dann kommen da natürlich auch noch ein paar Türme dran. Richtig schön befestigt, dass die hier keine Angst haben müssen, überfallen zu werden, wenn die hier ihre Kühe züchten. Boah, kommen da viele Arbeiter gelaufen. Schaut euch das mal an. Das ist ein richtiges Großprojekt. Dann können wir jetzt, um ein bisschen was einzusparen und ein bisschen hübscher zu machen, hier die alten Mauern und Wehrgänge auch abreißen.
die wir davor irgendwann mal gebaut haben. Und ich finde, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen offener, schöner und größer aus. Jetzt wird ja auch nach und nach die Mauer vervollständigt. Immer mehr Teile werden hier richtig fertiggestellt. Der Turm hier wird noch mal ein bisschen länger dauern. Das wissen wir ja, Türme brauchen mal ein bisschen, bis sie fertig gebaut sind. Ja, aber ich finde, unsere Burg hat sich wirklich in den letzten Jahren gut entwickelt. Also im Spiel, nicht in, also ohne Jahre. Es ist bis jetzt erst Tag 18, noch nicht mal einen Monat rum. Aber ich würde mich an dieser Stelle bedanken, dass ihr mir bei Bee Castle zugeschaut habt. Abonniert doch diesen Kanal und gebt ein Like, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, wenn ein neues Update für dieses Spiel rauskommt. Oder wer weiß, ich meine, da soll sogar irgendwann mal so ein richtig schön großes Update rauskommen mit Feuerwehrleuten. Und also was wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen, das kann ich euch versprechen. Deswegen abonniert diesen Kanal, bis zum nächsten Mal. Ciao.